Vor 2 Jahren tötet ein aufgebrachter Mob die Mutter dieser Frau in einem abgelegenen Dorf im Norden Tansanias. Ihr Vergehen? Man bezichtigt sie der Hexerei. Zuvor war ein kleiner Junge von einer Hyäne totgebissen worden. Die Dorfgemeinschaft unterstellt der alten Frau und 3 weiteren, sie hätten das Tier verhext. Keine Seltenheit in der Ostafrikanischen Republik. Laut Menschenrechtlern werden Jahr für Jahr viele 100 Menschen aus genau diesem Grund ermordet. Passieren tragische oder auch unerklärliche Dinge, ziehen hier viele Medizinmänner oder Heiler zu Rate. Diese beschuldigen dann oft ältere Frauen oder Außenseiter der Hexerei. Die Regierung kündigte zwar an, künftig härter durchzugreifen, doch getan hat sich wenig. Wenn man einem Patienten sagt, dass er verhext wurde, kommt es oft zu einem Streit zwischen den beiden, der in einem Mord enden kann. Nicht selten geht es aber auch um Habgier. So kann bereits ein nichtiger Grund zum Tod eines Menschen führen. Dessen Hab und Gut wechselt dann in den Besitz seines Anklägers. Sie glauben, der einzige Weg, an das Eigentum eines Menschen, an seine Kühe, seinen Hof oder was auch immer zu kommen, ist, eine Frau der Hexerei zu beschuldigen und damit ihren Tod zu rechtfertigen. Nur 1 Monat nach dem Mord an ihren Eltern wurde diese Frau mit einer Machete lebensgefährlich verletzt. 2 Monate musste sie im Krankenhaus verbringen. Ihre Peiniger sind noch immer auf freiem Fuß.